Maya Graf, Sie haben in der Ständeratswahl am zweitmeisten Stimmen bekommen. Es ist eng gewesen. Wie erleichtert sind Sie jetzt? Also ich freue mich sehr über die vielen Stimmen, die ich bekommen habe und möchte den Wählerinnen und Wählern und meinem Unterstützungskomitee einfach von Herzen Danke sagen. Ich freue mich riesig über das Resultat. Ich möchte aber auch ganz fest Danke sagen, insbesondere im Erik Nussbaum. Das ist, wir sind noch beieinander. Wir haben einen sehr fairen Wahlkampf geführt. Auch mit der Daniela Schneeberger, die ich möchte herzlich danken, und mit der Elisabeth Augsburger. Jetzt geht es im zweiten Wahlgang. Was rechnen Sie sich hier für Chancen aus? Beim zweiten Wahlgang fängt alles nochmal von vorne an. Das ist auch richtig so. Darum ist jetzt die erste und wichtigste Aufgabe, die ich zusammen mit meiner Partei wird machen werde, wo wir immer gesagt haben, Kräfte bündeln. Das heisst, mit unseren Bündnispartnern vorweg, mit der SP, aber auch mit den Mitteparteien, dass wir zusammen in den zweiten Wahlgang gehen können. Die EVP hat schon die Unterstützung zugesagt, die junge GLP auch. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wirklich die fortschrittlichen Kräfte von der Mitte könnten mit uns in den zweiten Wahlgang gehen. Und dann heisst es mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Sie haben gesagt, man muss Kräfte bündeln. Wie gehen Sie jetzt den zweiten Wahlgang konkret an? Wie sind Sie sich darauf vorbereiten? Also jetzt eben, das ist mal vor allem die Aufgabe von meiner Partei, die Gespräche zu führen mit den anderen Parteien. Und dann geht der Wahlkampf nachher genauso weiter wie bis jetzt. Nämlich, dass ich an ganz vielen Orten wird auftreten, mit vielen Menschen wird reden, Anlässe besuchen, dass es natürlich mit Duell wird geben, um auch aufzuzeigen, dass wir ein sehr nachhaltiger, sehr fortschrittlicher Kanton sind, dass uns eine Sonnenständerätin in Bern gut wird anstehen, dass ich für die Bildung stand, für Forschung, für Kultur, für Innovation, für Pioniergeist und für auch Lösungen will machen, damit wir dieser Klimakrise, die unsere Region sehr wird betreffen, können finden. Und dass auf der anderen Seite eine Kandidatin da ist, die doch am rechten Flügel von der FDP politisiert, die bremst beim Klimaschutz zum Beispiel, aber sich aber auch die Innovation denn dort eigentlich verhindert. Und ja, wie gesagt, das Baselbiet ist ein urbaner, ein liberaler Kanton auf der einen Seite, aber auch ein bürgerlicher, konservativer. Das ist ja das Schöne. Und ich würde sagen, ich tue eigentlich beides gut verkörpern, weil ich kenne beides, ich komme vom einen und lebe das andere und mit meiner Politik. Und ja, darum würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann klappt. Aber wie gesagt, zuerst heisst das nochmal ganz viel arbeiten dafür mit meinem tollen Team.